Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship. So, ich schnapp mir mal die Würfel. Ich habe eine 5 gewürfelt. Oh, das wäre der hier. Warum sind nur anderthalb Punkte? Egal. Dann gehen wir mal mit den Japanern in Gefecht. Jetzt habe ich aus Langeweile nochmal Dingens gespielt. World of War Plans. Da habe ich auf Anhieb jede Runde gewonnen. Da ich ungefähr nur eine halbe Stunde, 45 Minuten gespielt, so eine Dreh. Und dann war ich fertig damit. Schade, dass mir das hier nicht passiert. Naja, was soll's. Weil ich habe gestern, wo ich noch Diana Schiff fürs Ende gespielt habe, habe ich den Premium-Account geschenkt gekriegt für einen Tag. Und da habe ich mir gedacht, ah, Mist. Wenn ich hier den Premium-Account habe bei World of Warship, muss ich mir den ja auch noch. Dann habe ich den auch bei World of War Tanks. World of War Tanks. World of War Plans und World of Tanks. Da habe ich dann über den Premium-Account. Deswegen musste ich nochmal gestern World of Tanks spielen und World of War Plans. Um auch wirklich alles zu nutzen. Hat ja gestern Gott sei Dank frei gehabt. Sonst wäre es ein bisschen eng geworden. Aber dafür muss ich gleich los. So, wir können aber jetzt mal hier langsam loslegen. Wenn die Ladezeit endlich vorbei ist. 20 Sekunden. Ja. Können wir mal hier die Schiffs anschauen. Also, wir fahren ja jetzt in Zerstörer. Flugzeugträger gibt es leider nicht hier in dem Spiel jetzt gerade. In dieser Runde. Also in dem Spiel schon, nur nicht in dieser Runde. Und. Weil sonst wäre ich jetzt zum Flugzeugträger durchgefahren. Und hätte probiert, dies zu zerstören. Ja, schreibt mir eine Nachricht. Habt ihr gesehen, wie weit geschossen? Ach ja. Ich glaube, der Japaner hat eine gute Reichweite mit dem. Ein bisschen Slalom fahren. Parken. Alle Stationen melden Position eines strategischen Ziels. Yeah, ich hab einen Schuss.
einmal getroffen. Torpedos direkt voraus. Manövrieren, nicht mehr Feueralarm. Problem gelöst. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. Die dürfen A nicht einnehmen. Na gut. Ach, das war nur, weil es gerade geleckt hat. Zurück zum Hafen. Dann schauen wir mal gleich, was der nächste Schiwi macht. So, würfen wir mal. Eine 4. Also 5 gewürfelte 4 wäre das hier. Der andere ist der Schiller. Heute ist ein richtiger zerstörter Tag. Nur mit Zerstörern. Ich hätte mich vielleicht nicht nur verstecken sollen und dann von dort aus schießen sollen. Das mache ich jetzt anders. Ja. Jetzt mache ich das anders. Jetzt greife ich an. Aber dann bin ich immer so schnell tot. Weil der hat ja, der Zerstörer, der hat ja fast keine Panzerung. Und dafür ist er sehr schnell. So, und schauen wir uns mal unsere Gegner an. Ein Huso oder Hosho Flugzeugträger Shane. Da fahren wir gleich mal hin. Yuming Warum werde ich immer rausgeschmissen? Das kann auch nicht wahr sein. So, hat hier keiner ein Deutscher war dabei? Na gut. Bei denen waren die Torpedos Reichweite richtig mies. Ja. Ungefähr nur 200 Meter oder so. Mist. Maschinenboost aktiviert.
So, ich fahre jetzt hier unten einmal lang. Dann fahre ich hoch. Oh, ich stehe auf der anderen Seite der Flugzeugträger. Naja, egal. Nennen wir hier Turbo und Nebel. Bestimmt sind da hinten auch noch zwei Zerstörer. Ach, die haben sowieso nur zwei. Einer schon mal in der Mitte. Was ist der andere? Hier kommt ein Schlachtschiff runter. Und der Kreuzer fährt auch hier unten lang. Da ist noch ein Schlacht. Jo, und der Flugzeugträger ist ganz oben rechts in der Ecke. Maschinenboost deaktiviert. Einmal gut ausgewichen. Ach, ich bin drauf. Mist. Oh ja, da die Munition 2. Ach je. Falsche Munition. Die Einsatz sind nur für leichte Flugzeuge, Schiffe. Oh, oh, bin gleich tot. Ah, zerstöre ich den wenigstens noch. Eins. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mensch. Ah. Wollen wir mal eine schnelle Runde spielen? Das war ja erst bei. Oh, den einen haben wir gewonnen. Kann ich bei dem was verbessern bei den Japanern? Nee. Schon alles ausgebessert. Und eine 5. Ja, das wäre der gleiche. Den haben wir ja schon. Eine 2. Das wäre der.
kleines Gefecht. 7 gegen 7. So. Oh weia. Ich bin der Beste aus unserem Team. Und die Gegner haben gleich zwei von denen, wie ich. Zwei Schlachtkreuzer, Schlachtschiffe. Also Munition 1 ist für leichte Panzer, Schiffe, Flugzeuge sage ich auch noch. Ach je. Munition 1 ist für leichte Schiffe und Munition 2 für stark gepanzerte. Wenn ich jetzt die 2 bei die kleinen Schiffe nehmen würde, wie beim Kreuzer oder beim Zerstörer, dann würde die einfach nur durchfliegen, also die Panzerung durchbrechen und halt durchfliegen. Panzerung und die Munition 1 würde beim schweren einfach nur abprallen. Also ich schieß drauf auf dem Schlachtkreuzer, Schlachtschiff, dann prallt einfach nur ab. Macht dann vielleicht nur 100 Schaden. Könnt auch sein, dass du ein paar Module kaputt machst mit der kleinen Munition. Da hinten ist es South Carolina. Oder? Ich habe zwei Schornsteine in der Mitte und das Maste links und rechts. Ja, das eine ist South Carolina. Amerikanische Flagge weht auf. Und los, komm. Schön getroffen. Ach, ich hab jetzt. Ach, ich hab Munition 1 drin. Gut. Schnell hier weg. Genau deswegen. Höhenbruch! Wasser dringt schnell ein! Ach, reparieren. T. Ja, so ein Schlachtkreuzer kann sich reparieren. Aber nicht viel. Ah, es laggt. Hier links müsste irgendwo der Zerstörer.
Oh, bei mir kommt hier Wasser, habe ich gar nicht gesehen. Ich hab die ganze Zeit Leben verloren. Oh, super. Eichhörnchen. Problem gelöst. Oh ne, das war aber volle Fahrt. Aber wieder reparieren. Na komm. Oh, 3800. Nice. Du musst doch gleich schon kaputt sein. Mensch. Können wir jetzt mal voll so aus Testes Spaßes halber mal die schwere Munition, die Zweier laden. Werdet ihr sehen, dass ich damit jetzt eigentlich nicht so viel Schaden machen dürfte. Los, lade durch. Ja, 3, 2. 0. Da, 800. Die breit nehme ich immer. Die breit ab. Die fliegt da durch. SOS. Na, das schaffe ich nicht. Ach komm schon. Ich will nicht sterben. Ein Schuss, dann bin ich tot. Ah.
Ah, habt ihr auch getroffen. Doch noch getroffen. So. Das sieht auf jeden Fall ziemlich schlecht für uns aus, obwohl wir schon da unten die Hälfte haben. Aber es kommt ja nicht auf dem Spiel drauf an, wer jetzt erst die gegnerische Flagge einnimmt, sondern wer oben so ein Balken voll hat. Und da sieht das bei uns ein bisschen schlechter aus. Obwohl, jetzt sind es 3 gegen 3 noch. Na, egal. Später sehen, was damit passiert ist. Ach, übrigens, gestern die beiden Runden habe ich verloren. Zurück zum Hafen. So, das war eine Runde World of Warship. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.